Ponys sind im Allgemeinen sehr beliebt. Aber wenn sich ein erwachsener Mann als glühender Fan der Kinderserie My Little Pony outet, schrillen bei nicht wenigen Menschen erst einmal die Alarmglocken. Die Bronies, wie sie sich selbst nennen, kommen eigentlich aus dem Netz. Dort tauschen sie sich seit Jahren in Foren und Netzwerken über My Little Pony aus. Dank Leuten wie Sven Dahm breitet sich diese Fankultur jetzt in der physischen Welt aus. Aber der Vorsitzende der Bronies Berlin weiß auch, Bronies wie er haben ein Imageproblem. Als ich das erste Mal die Folge gesehen habe, dachte ich mir auch, das ist eine Kindersendung, das kann gar nicht lustig sein. Das ist nicht für mein Alter, das ist für Mädchen und vor allen Dingen erstmal nicht für Jungs. Sven Dahm kann inzwischen über solche Klischees nur lachen. Er vertraut ganz auf die Überzeugungskraft der Sendung, wenn er für sein Hobby angegriffen wird. Das ist irgendwie schwul, habe ich auch schon gehört. Aber spätestens dann, wenn sich die Leute die Sendung ansehen, und ich habe bis jetzt eine ganze Menge Leute dazu bekommen, dass sie sich die Sendung doch mal ansehen, spätestens dann stellen sie fest, so schlecht ist das gar nicht. Das macht Spaß. Die einfache Botschaft von My Little Pony, Freundschaft ist gut, Anderssein auch, kommt an. Mehr als 5000 Mitglieder hat inzwischen alleine das deutsche Online-Forum der Bronies. Und einmal pro Woche treffen sich die Berliner My Little Pony-Fans in einem Jugendclub, um sich auszutauschen. Über die Serie, über Fanart, aber auch über Persönliches. Und dabei fällt auf, dass das Grundprinzip der Serie, das Streben nach Harmonie, von den Bronies wirklich ernst genommen wird. Das macht's aus, dass die Community so groß ist, so stark ist und immer größer wird und dass sie sich vor allen Dingen so gut untereinander verstehen. Ich bin auch, sage ich immer gerne persönlich, mehr noch ein Fan der Community als der Serie selbst. Ich liebe die Serie, die ist klasse, aber die Community macht's erst zu was ganz Besonderem. Love and Tolerate, das offizielle Motto der Brony-Community, mag für Sven Dahm und die anderen Bronies die Essenz von My Little Pony sein. Für den Kulturwissenschaftler und Comic-Experten Florian Hadler steht die Serie vor allem für den schnellen Euro, für den Spielzeuggiganten Hasbro. Das Ganze ist auf einem wirklich billigen Produktionsniveau gemacht, wenn man so möchte. Aber natürlich ist es gerade dadurch eine bestimmte plakative Ästhetik, die wir auch eben aus dem Manga-Bereich natürlich kennen und auch aus der Werbung, wenn man so möchte. My Little Pony Friendship is Magic ist für Florian Hadler nicht viel mehr als ein Teil einer hocheffizienten Vermarktungskette. Letzten Endes darf man noch nicht vergessen, dass die Serie ja nicht produziert ist, um eine Geschichte zu erzählen, sondern eigentlich produziert ist, um die Figuren zu verkaufen. Und das zeichnet auch My Little Pony seit 1983 aus. Bei der Künstlerin Marie Kasurin werden aus den geschlechtslosen und industriell gefertigten Spielzeugpferdchen in detaillierter Handarbeit Ikonen der Popkultur. Ob Michael Jackson, Batman oder Pussy Riot. Sie alle werden dank Marie Kasurinen als niedliche Unpaarhufer wiedergeboren. Vom Erfolg ist sie beinahe selbst überrascht. Gerade Künstler aus meiner Generation arbeiten gerne mit Spielzeug wie My Little Pony, weil jedes Mädchen früher genau so etwas zu Hause hatte. Und auch alle Jungs kannten dieses Spielzeug. Deshalb reagiert man so emotional, weil es einen an die eigene Kindheit erinnert. Und wenn man damit spielt, verbindet man sofort Geborgenheit damit, Sicherheit, naja, eben positive Gefühle. Für manche ist My Little Pony popkultureller Müll. Für andere dient die Serie als künstlerisches Rohmaterial. Und die im Netz geborenen Bronies ziehen aus den bunten Bildern und den einfachen Botschaften echte Gefühle von Gemeinschaft und gegenseitigem Verständnis. Denn eine kleine Zeichentrickserie kann eine ganze Welt sein. Und für jeden das, was er daraus macht.